Die steigende Lebenserwartung führt dazu, dass viele Kinder heute ihre Urgroßeltern überhaupt noch kennenlernen können. Aber leider ist es auch so, dass mit dem zunehmenden Alter auch das Risiko ansteigt, dass sie an einer Demenz erkranken. Die Krankheit kann bei Kindern Irritationen und Ängste hervorrufen. Diese Irritationen und Ängste werden aber meistens nur hervorgerufen, wenn den Kindern die Krankheit nicht erklärt wird und sie die Verhaltensweisen der Großeltern nicht verstehen. Ja, besonders wichtig war uns dabei der Aspekt der Interaktivität und dass man die Krankheit auf spielerische Art und Weise erklärt. Also, dass man etwas hat, womit sich die Kinder auch gerne beschäftigen. Und so ist die Idee entstanden, ein Computerspiel zu entwickeln. Manche Menschen mit Alzheimer verhalten sich auch mal aggressiv oder sagen gemeine Dinge. Das kann einem richtig Angst machen. Oma Anni beschuldigt ihren Enkel Lukas, oft ihre Geldbörse geklaut zu haben. Dabei hat sie das Portemonnaie nur verlegt und kann es nicht wiederfinden. Beim ersten Mal war Lukas darüber sehr traurig. Aber er weiß jetzt, es ist die Krankheit, die Oma Anni verändert. Wie war es für Sie, die Oma Anni in unserem Spiel zu sprechen? Ja, ich denke mal, meine Stimme ist inzwischen alt genug, dass das nicht mehr eine Schwierigkeit ist, das zueinander zu ordnen. Eine alte Oma Anni und eine alte Sprecherin, obwohl natürlich das Wort Oma mir gar nicht gefällt. Oma mag ich nicht so gerne, meine Enkelkinder nennen mich Omama und das ist ein bisschen gefälliger. Hallo, ich heiße Lukas und ich gehe gleich zu meiner Oma Anni. Sie ist wirklich eine ganz besondere Oma. Papa sagt, dass Oma Anni Alzheimer hat. Willst du wissen, was Alzheimer ist? Dann komm doch mit und wir besuchen Oma Anni gemeinsam. Klicke dafür einfach auf ihr Bild. In Omas Wohnzimmer gibt es viel zu entdecken. Schau dich doch mal um und lerne Oma Anni besser kennen. Los geht's! Ich füttere mein Kätzchen jeden Tag. Der Zettel erinnert mich daran. Ach, dort liegt ja meine andere lila Socke. Dankeschön, dass du sie gefunden hast. Großeltern sind ein Teil der Familie und da die Familie ja wichtig ist, sollen die Großeltern auch möglichst nicht abhanden kommen. Und wenn sie dann da sind, aber nicht mehr so ganz klar im Kopf, dann ist es trotzdem natürlich möglich, mit ihnen zu kommunizieren. Und es tut ihnen gut, den Großeltern, und es tut den Kindern gut, wenn sie irgendwas gemeinsam machen und das wechselseitige Verständnis unterstützen.